Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder vor der Kamera sitzend. Und zwar habe ich mittlerweile schon öfter die Anfrage bekommen, ob ich ein Video darüber machen kann, wo ich einfach ein bisschen was über mich erzähle. Und dann dachte ich, na gut, verbinde ich es mal mit etwas Make-up-lastigem. Und damit ich mich nicht einfach hier so hinsetze und eure Fragen beantworte. Ich habe vor einigen Wochen, glaube ich, sogar schon auf Instagram so eine kleine Umfrage gestartet. Da konntet ihr mir eure Fragen beantworten. Nein, gar nicht. Ihr konntet mir eure Fragen stellen, die ihr an mich habt. Und an dieser Stelle, damit ihr sowas beim nächsten Mal nicht verpasst und natürlich mitmachen könnt, schreibe ich euch hier irgendwo meinen Instagram-Namen hin. Und dann könnt ihr gerne vorbeischauen, ein bisschen Liebe dalassen und aktiv mitmachen. Es kamen jetzt einige Fragen zusammen und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Und die erste Frage ist, wie alt bist du? Ich bin 19, beziehungsweise bald tatsächlich schon 20. Ich habe am 7. März Geburtstag. Nächste Frage, was hast du nach dem Abi gemacht? Ich habe mein Abi 2019 gemacht und habe tatsächlich auch direkt danach angefangen zu studieren. Und zwar allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften, deutsche Philologie und Philosophie an der FU und war aber super unzufrieden. Und zwar habe ich dann beschlossen, dass ich einfach arbeiten werde das Jahr über und habe jetzt, seit ich ja letztes Jahr, habe ich nach 2 Wochen aufgehört. Das war also im Oktober. Die ersten 2 Wochen habe ich mit dem Studium aufgehört und habe dann bis Oktober dieses Jahr eigentlich nur gearbeitet. Und zwar halt in dem Café, in dem ich immer noch arbeite. Ja, habe ein bisschen Geld verdient, habe ein bisschen die Zeit genossen, mich mehr um die Dinge gekümmert, die sonst immer untergegangen sind, weil ich keine Zeit dafür hatte. Und dann wollte ich dieses Jahr wieder mit dem Studium anfangen. Ich wollte ja ursprünglich Schauspiel studieren, wurde aber, da waren die Bewerbungsfristen auch schon letztes Jahr und da wurde ich leider nicht angenommen. Deswegen meinte ich, okay, ich fange dieses Jahr etwas anderes an und versuche es nochmal mit dem Schauspielstudium, weil die Bewerbungsfristen halt anders sind und deswegen wollte ich etwas on the safe side haben sozusagen. Ja, das Problem war, dass ich für die ganzen Studiengänge, für die ich mich beworben habe, leider nicht angenommen wurde. Ich habe mich für 4 verschiedene Studiengänge beworben. Tatsächlich fünf und für den einen Studiengang wurde ich auch angenommen. Nur das war ein duales Studium und ich habe beschlossen, dass ich kein duales Studium machen möchte und habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Ja, wurde aber für alle anderen Studiengänge leider abgelehnt und war ein bisschen überfordert, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Ich kann ja nicht einfach noch ein Jahr verschwenden und so weiter. Und habe mich dann für einen zulassungsfreien Studiengang beworben und jetzt studiere ich Germanistik und Geschichte. Hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Ja, habe ich. Und ich denke, ein Haustier hört ihr schon immer ganz intensiv hier in meinem Zimmer, wenn ich meine Videos drehe, beziehungsweise wenn ihr meine Vlogs guckt, solltet ihr es eigentlich auch wissen. Ich habe 2 Hunde und 2 Katzen. Also was heißt hier 2 Hunde und 2 Katzen? Das erste Haustier war unsere Katze Layla. Und danach haben wir unseren Hund Juli gefunden. Und seitdem die Freundin von meinem Stiefvater bei uns eingezogen ist, haben wir nochmal eine Katze und nochmal einen Hund. Wie gehst du mit Liebeskummer um? Ja, gute Frage. Mein Problem ist leider, dass ich in meinem Leben mich sehr habe verarschen lassen. Und ich weiß tatsächlich bis heute nicht, ob das an fehlendem Selbstbewusstsein liegt oder an zu großer, ja, Gutgläubigkeit, würde ich sagen, dass ich irgendwie immer die Hoffnung hatte, ja, das wird schon besser und das ist nur eine Phase und ich musste einfach nur lange genug durch, bis es besser wird.
ich stürzte sehr in so Beziehungen und so hinein. Und es ging immer sehr, sehr schnell und war auch immer sehr, sehr schnell wieder vorbei. Wodurch das auch nicht diese Handfestigkeit hatte und eigentlich auch nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, ernst war. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Irgendwie bin ich mehr nach der Einstellung immer gegangen. Hauptsache, ich habe dann einen Freund und wie es läuft, ist egal. Hauptsache, ich behalte ihn irgendwie. Als zu sagen, ey, dieser Typ ist es nicht wert, dass ich meine Zeit für diese Person verschwende. Ich lasse es nicht mit mir machen und so weiter. Dadurch war das aber auch keine richtige Liebe oder so, sondern halt einfach ja, so ein Wunschdenken, dass daraus die große Liebe entstehen könnte. Und dementsprechend, ja, wie soll ich das sagen, war das nicht so, dass ich jetzt irgendwie monatelang hinterhergetrauert bin. Klar habe ich dann schon getrauert, als es dann vorbei war. Aber weniger, weil ich Liebeskummer hatte, sondern eher, weil, naja, weil das mein Ego war, das verletzt war. Und irgendwie dadurch, dass es halt so schlecht lief, sage ich mal, ging es mir so schlecht. Es waren immer so Beziehungen, die 3, höchstens 4 Monate gehalten haben, aber sehr, sehr selten. Meistens konnte ich schon die Tage abzählen, wenn es vorbei ist. Ja, und deswegen, dadurch, dass es mir halt währenddessen schon so schlecht ging, ich mich aber davon so habe einnehmen lassen, habe ich das alles irgendwie gar nicht so richtig realisiert. Und erst als es vorbei war, habe ich klar den ersten Tag so ein bisschen getrauert, weil Ego verletzt und keine Ahnung. Und dann habe ich am nächsten Tag aber gemerkt, Alter, I'm that bitch. Ich brauche diesen Typen nicht. Und mir geht's auch besser ohne diesen Typen. Und dann, ja, lief mein Leben wieder komplett normal ab. Aber zum Glück habe ich für den heutigen Tag gelernt, mich niemals wieder auf weniger einzulassen, als ich denke, dass ich verdiene. Sobald ich merke, und das ist mein Tipp an euch, sobald ihr merkt, dass es euch schlechter geht, dass ihr euch die Kraft mehr raubt gegenseitig, als dass ihr euch Kraft gibt, dann, girl, run. Aber Fazit ist, ich kann euch gar nicht so richtig sagen, wie ich mit Liebeskummer umgehe, weil das bei mir nie so richtiger Liebeskummer war. Das Einzige, was ich mal an diesem einen Tag, wo ich wirklich gelitten habe, gemacht habe, ist versucht, mich mit jemandem zu treffen, um mich abzulenken, um nicht daran zu denken, weil ich wusste, am nächsten Tag wird es wieder besser gehen. Und ich weiß, es gibt aber Menschen, denen es halt nicht am nächsten Tag direkt wieder besser geht. Und da kann ich wirklich nur sagen, seht die Zeit eher als etwas an, wofür ihr dankbar sein könnt, wo ihr, ja, zu euch selbst finden könnt, wo ihr lernen könnt, alleine zu sein. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß es, Leute. Aber im Endeffekt bringt es euch auch nichts, die Zeit zu verschwenden. Was heißt hier zu verschwenden? Natürlich ist Trauer eine wichtige Sache für die Entwicklung eines Menschen. Aber es bringt euch nichts, dem hinterher zu rennen. Auch nicht irgendwie geile Fotos posten in der Hoffnung, dass er es sieht und zurückkommen will. Leute, ich persönlich glaube nicht daran, dass eine Beziehung zweimal funktionieren kann. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Ich habe selber Leute im Freundeskreis, bei denen es funktioniert hat. Es kommt immer auf den Trennungsgrund an. Und ich glaube an sowas einfach nicht, weil es gibt einen Grund, warum man sich getrennt hat. Und dieser Grund wird euch meistens wieder zurückverfolgen. Deswegen schließt das Kapitel ab, Leute. Das ist nur eine Chance für euch, weiter zu wachsen. Mein peinlichstes Erlebnis. Okay, Leute, also ich habe immer ein paar peinliche Erlebnisse und meistens vergesse ich es die einfach immer. Aber ich denke, mein peinlichstes Erlebnis war tatsächlich, da waren wir mit meiner Family an der Ostsee und da gab es so Stände, wo man so Becher entwerfen konnte mit einem Foto drauf von einem selbst.
Und das haben wir halt alle gemacht und dann sind wir weitergelaufen. Und ich hatte damals halt ein paar Pickelchen und meine Haut war jetzt nicht so super rein. Und ich war so begeistert, wie weich gezeichnet meine Haut da aussah, dass ich wirklich, ich bin gelaufen und habe währenddessen auf diesen Becher geguckt. Und quasi alles andere um mich herum ausgeblendet. Und dann gucke ich auf diesen Becher und laufe und laufe und sage dann so, also ich wusste, jemand läuft neben mir und sage, ey, guck mal, aber ich habe so krass reine Haut hier und ich war so begeistert. Und dann gucke ich hoch und ich habe mit einer komplett fremden Frau gesprochen. Weil meine Eltern quasi, also ich bin so weitergelaufen und die sind halt so weitergelaufen. Ja, na, wenigstens wusste die Frau Bescheid, was für eine reine Haut ich habe. Was sind meine größten Ziele? Also, ich habe mir letztens so einen Plan erstellt, was ich innerhalb der nächsten 10 Jahre erreichen möchte. Aber so die allergrößten Ziele, also Dinge, die ich auf jeden Fall mal in meinem Leben umsetzen möchte, sind auf jeden Fall, ich möchte unbedingt eine Weltreise machen. Was beschäftigt dich am meisten im Leben, ist die nächste Frage. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, also bear with me, wenn ich es nicht tue. Aber ich habe das jetzt so verstanden, ja, worüber ich am meisten nachdenke, was mir am meisten Angst macht und so weiter. Ich hoffe, dass ich es richtig verstehe. Und ja, schwierig. Sehr schwierig zu beantworten, muss ich sagen, weil, also ich habe ja gerade vorhin erst gesagt, dass ich eine Person bin, die sehr, sehr ungerne Zeit verschwendet. Deswegen, das ist immer so eine Sache, wenn ich etwas mache, wo es sich herausstellt, dass das komplett unnötig war. Und eine Sache, und mich würde extrem interessieren, ob es euch genauso geht, weil das fällt mir immer wieder aufs Neue auf. Wie gesagt, ich bin eine Person, die sehr ungern Zeit verliert. Und ich möchte aber auch so viel wie möglich im Leben sehen und erleben. Und keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mehr Zeit brauche, damit ich diese ganzen Sachen realisieren kann. Die Dinge, die ich machen möchte, die Dinge, die ich erleben möchte. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich sehr beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte, und es klingt jetzt so dramatisch, aber ich möchte nicht sterben, ohne genug gesehen zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Und das möchte ich auch nicht sehen und erleben, wenn ich schon alt und zerbrechlich bin, sondern halt jetzt, wo ich noch die Kraft habe, das alles richtig aufzunehmen und sowieso. Und manchmal überkommt mich dieser Gedanke und vor allem überfordert er mich. Also das ist wie so eine richtige Wucht ins Gesicht, von wegen, die Welt ist zu groß, die gibt es schon zu lange und du hast noch viel zu wenig entdeckt. Also wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, man versteht, was ich mit dem Ganzen sagen möchte. Irgendwie ist es so ein überwältigender Gedanke, dass man noch so wenig gesehen hat. Also deswegen, ja, das geht mit diesem Problem, das ich habe, einher, dass ich nicht wirklich entspannen kann. Also ich versuche aus jeder Situation so das Bestmögliche zu ziehen, um daraus auch lernen zu können. Also wenn ich in der Bahn bin zum Beispiel, habe ich schon lange aufgehört, Musik zu hören. Beziehungsweise mache das nur noch sehr, sehr selten, wenn ich merke, okay, ich brauche das einfach gerade. Und sonst höre ich Podcasts oder sonst was, um daraus lernen zu können, um Neues erfahren zu können. Sowas halt. So Leute, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Das waren so die Fragen, die am häufigsten aufkamen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, eure Fragen wurden geklärt. Falls ihr aber doch noch welche habt oder Lust auf einen zweiten Teil habt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Dann werde ich auf eure Wünsche eingehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns ganz bald zu einem neuen Video wieder. Tschüssi!